Hallo, heute sind wir am Alexanderplatz und neben mir steht Regine Günther, unsere Umwelt-, Verkehrs- und Klimasenatorin hier in Berlin. Und wir haben jetzt ein paar Tagen, werden wir ja im Abgeordnetenhaus das Mobilitätsgesetz verabschieden. Da haben wir jetzt in langer Zeit in einem sehr partizipativen Verfahren daran gearbeitet. Du hast ganz viele Gruppen eingebunden. Und warum ist es so wichtig, dass dieses Gesetz jetzt kommt und was sagt das eigentlich aus? Das Mobilitätsgesetz stellt die Verkehrspolitik auf eine vollkommen neue gesetzliche Grundlage. Wir haben das erste in Deutschland und setzen damit natürlich auch einen Standard. Der Umweltverbund hat Vorrang in diesem Mobilitätsgesetz. Das heißt, wir verabschieden uns von der autogerechten Stadt, sondern wir setzen darauf, dass alle Verkehrsträger besser vernetzt genutzt werden, dass dann die Menschen mobiler sind, weil es ist klar, es kommen so viele neue Autos in die Stadt. Wenn wir das nicht verändern, die Verkehrspolitik, werden wir zukünftig nur noch im Stau stehen. Wir machen hier sehr weitsichtige Politik, so dass wir zukünftig besser, schneller, mobiler und sicherer von A nach B kommen. Mit dem Mobilitätsgesetz machen wir ja nicht nur einen Schwerpunkt auf Radfahrer, sondern auch wirklich auf eine Mobilitätswende und auf eine andere Mobilität. Was steht da auch neben dem Radverkehr im Fokus? Das ist das richtige Stichwort, Mobilitätswende. Das Mobilitätsgesetz ist sehr umfassend. Wir haben einen Rahmen gesetzt mit auch Zielen. Ziele beispielsweise für Sicherheit. Wir wollen uns nicht weiter mit diesen vielen Verkehrstoten und Schwerverletzten abfinden. Wir haben die Vision Zero uns zum Ziel gesetzt. Das heißt, dass wir langfristig so wenig wie möglich bis gar keine Schwerverletzten und Toten mehr haben. Wir haben den Klimaschutz auch aufgenommen. Der Verkehr muss deutlich klimafreundlicher werden. Bisher hat der Verkehrssektor gar nicht dazu beigetragen. Das heißt, der Verkehrssektor soll so gestaltet sein, dass zukünftig Berlin einen Beitrag dazu leistet. Und wir haben natürlich das Thema, dass alle Verkehrsträger viel besser miteinander vernetzt sind. Wir nehmen alle in den Blick und nicht nur einen. Und das ist, glaube ich, sehr neu. Wir haben ja auch beim ÖPNV viel vor, auch weitere Ausbauung von Tram. Das jetzt steht nicht direkt im Gesetz, aber da wird ja schon sehr viel geplant. Das ist ja immer im Fokus von uns gewesen, dass wir sagen, wir wollen mit der Tram auch in die Stadt, um das besser zu vernetzen. Was kommt da jetzt auf Berlin zu? Wie sind da die Planungen? Ja, ÖPNV ist natürlich ein Schwerpunkt. Wenn der ÖPNV in der Stadt nicht funktioniert, wird es sehr schwer, eine funktionierende Mobilität aufzubauen. Wir haben jetzt vier Tramlinien, sind jetzt direkt im konkreten Aufbau. Wir haben weitere Tramlinien in der Planung. Da wird in den nächsten Jahren sehr viel kommen, gerade im Bereich Tram, aber auch im Bereich Elektrobusse. Wir haben die ersten 30 Elektrobusse dieses Jahr bestellt. Jedes Jahr werden jetzt 30 kommen. Wenn der Markt hergibt, werden wir mehr bestellen. Und im Gesetz ist festgehalten, dass wir bis 2030 auf nicht fossile Antriebe bzw. alternative Antriebe umgestellt haben. Und das ist schon sehr neu. Das sind ambitionierte Zielsetzungen und daran muss sich die Stadt messen lassen. Ja, und dazu kommt auch noch, dass wir auch den Preisen auch rangehen. Wir wollen auch, dass es günstiger wird auf Dauer, haben das Schülerinnen-Ticket, jetzt werden wir vergünstigt einführen. Wir haben das Sozialticket schon vergünstigt und sind jetzt zur Zeit auch dabei, mit einer AG-Tarife schon zu verhandeln, wie die Preisgestaltung in Zukunft aussehen soll. Das ist ja auch immer wieder entscheidend für uns, dass sich wirklich auch jeder auch diese Preise und auch den ÖPNV leisten kann. Es heißt ja immer wieder, es ist auf der Straße noch nichts zu sehen. Wann fängt es endlich an? Jetzt die Grünen sind jetzt schon seit knapp 1,5 Jahren an der Regierung, aber wo bleibt mein Fahrradweg? Naja, wir haben zurzeit in den letzten 18 Monaten das Fundament gelegt, damit es jetzt losgehen kann. Wir haben Personal eingestellt, wir haben uns in den Bezirken abgestimmt, wir haben die ganzen Planungsprozesse aufgesetzt und wir mussten natürlich auch das Mobilitätsgesetz erstmal auf die Schiene bringen, damit wir eine gesetzliche Grundlage haben. Ich glaube, da sind wir jetzt sehr viel weitergekommen und erste Straßen wird man jetzt auch 2018 sehen, die umgestaltet sind. Hier in der Karl-Marx-Allee geht es ja los, nein, in anderen Straßen wie in Holzmarkt. Straße. Da wird man dieses Jahr schon die sogenannten geschützten Radstreifen sehen. Also man wird dieses Jahr schon sehen, dass wir umbauen, aber das ist natürlich ein längerer Prozess. Ich verstehe die Ungeduld, nur es ist jetzt der Anfang und wir werden da in den kommenden Jahren sehr viel an allen Ecken und Enden umgestalten müssen, um die Stadt sicherer zu machen. Ihr habt ja auch ein größeres Programm nochmal geplant mit den Kreuzungen, hast du auch schon erzählt. Wie wollen wir da nochmal vorgehen, auch im Bundesrat zum Beispiel? Ja, man hat natürlich gerade in den letzten 3 Tagen waren 2 ganz tragische Unfälle in Berlin. 2 Kinder sind umgekommen.
die unterwegs waren. Und da sind wir natürlich auch nochmal aufgerufen, besonders zu gucken, wie können wir verhindern, damit so ein Augenblicksversagen, sei es von dem Lkw-Fahrer, sei es von den Kindern oder sonstigen Verkehrsteilnehmern, nicht tödlich endet. Wir bauen alle Kreuzungen sukzessive um, die sehr gefährlich sind. Wir haben uns vorgenommen, dieses Jahr 10, nächstes Jahr 20 und dann jedes Jahr 30 von den gefährlichen Kreuzungen. Wir haben im Bundesrat eine Initiative eingebracht, dass endlich der Abbiegeassistent verpflichtend eingeführt wird für Lkw, weil auch da viele Menschen umkommen, wenn Lkws die Fahrradfahrer oder Fußgänger im toten Winkel haben und die einfach nicht sehen. Das lässt sich eigentlich leicht Abhilfe schaffen. Wir müssen es jetzt nur tun und wir machen da deutlich Druck. Und dass wir diese Legislaturperiode Veränderungen haben, die Menschen auch spüren. Also wie ihr seht, wir haben mit dem Mobilitätsgesetz, das wir bald verabschieden werden oder übermorgen verabschieden werden, und auch mit der Neugestaltung der Verwaltung schon die Grundlagen gelegt, damit Berlin ergrünen kann. Und jetzt geht es aufs Umbauen und wir freuen uns drauf auf die Verkehrsevaluation und Veränderung des ganzen Verkehrsprojekts in Berlin. Danke. Danke.